Ich fühle mich einfach frei. Also wenn ich meine Rollschuhe anhab und tanzen kann, die Musik höre, fühle ich mich frei. Ich versuche einfach, mein Inneres im Tanz wieder rauszubringen. Tanzen auf Rollschuhen, das heißt heute Jamskating und ist Nadja Borineks Leidenschaft. Im Sommer steht die 28-Jährige bis zu 6 Stunden am Tag auf Rollen und ist damit nicht alleine. Seit letztem Jahr gab es einfach einen riesen Boom an Jamskatern und ich glaube, es sind jetzt so 200 oder 300 Leute, die auf einmal in Hamburg tanzen und vorher waren wir 10. Rollschuhfahren, der Trendsport aus den 80er Jahren, erlebt gerade ein Revival. Eigentlich studiert Nadja Mathe und Sport auf Lehramt. Doch seit einigen Monaten gibt sie auch Unterricht im Rollschuhtanz. Unsere Füße sind parallel. Da machen wir den einen Fuß nach vorne und sind in 90 Grad zu der Position, in der wir vorher standen. Der C-Step und der Downtown-Schritt stehen heute auf dem Programm. Gleichgewicht, Körperspannung und Rhythmus müssen stimmen. Bremsklötze trägt keiner, denn die nehmen den Schwung raus. Und damit muss man erst mal umgehen können. Das Schwierigste? Das Gleichgewicht zu halten. Auf einem Bein. Ich habe jetzt dieses Jahr begonnen, also ungefähr im März. Also machst du jetzt ein paar Monate. Die größte Schwierigkeit ist immer dran zu denken, in den Knien zu bleiben, auf jeden Fall. Mittanzen kann bei Nadja jeder. Ob blutiger Anfänger oder eingerosteter Skater aus den 80ern. Im Rondell der Rollschuhbahn sind alle gleich. Völlig egal, es ist echt für jeden was. Ob du dünn bist, ob du klein oder groß bist, egal welche Berufsgruppe du hast, es ist einfach alles vertreten hier. Und das macht es so schön, weil diese Community wirklich alle mit einbezieht. Kufen ab, Rollen drunter. Weil Skates teuer sind, rüstet Nadja regelmäßig alte Schlittschuhe auf Rollen um. 7 Paar besitzt sie inzwischen. Dabei hat sie selbst erst vor 4 Jahren mit dem Rollschuhfahren angefangen. Ich habe ein Auslandssemester gemacht und da war eine Freundin, die hatte Rollschuhe dabei und hatte mich mal gefragt, ob ich die anprobieren möchte. Und dann habe ich sie anprobiert und ein Jahr später hat sie mich dann zu einer Rollschuhdisco eingeladen in Berlin. Und damit hat eigentlich alles angefangen. Nämlich eine steile Karriere. Umi, die Freundin, ist inzwischen weltberühmt. Millionen schauten ihr Jamskating-Video auf Instagram. Showauftritte und Fotoshootings sind nun ihr Arbeitsalltag. Und auch Nadja wurde schon für Musikvideos und für die Pariser Fashion Week gebucht. Dadurch kommt man halt auf den Laufsteg, irgendwie auch wenn es als Showact ist, was aber ziemlich cool ist, weil man mehr verdient als die Models. Trotz hoher Tagesgagen. Ausschließlich als Jamskaterin zu arbeiten, ist Nadja zu risikoreich. Auf lange Sicht will sie immer noch Lehrerin werden. Ihre 15.000 Follower versorgt sie dennoch täglich mit neuen Videos von spektakulären Hamburger Tanzorten. Wenn die Sonne scheint, dann sind wir morgens, rufen wir uns schon gegenseitig an. Hey, wo gehen wir heute rollen? Und sind Feuer und Flamme. Lassen unsere Arbeit liegen und ziehen einfach unsere Skates an und schauen, ob wir in den Skatepark gehen, ob wir tanzen gehen, wo wir tanzen gehen und treffen uns. Und das ist richtig, richtig schön. Jamskating. Ein neues sommerliches Lebensgefühl. Und Nadja trägt es ganz sicher über Hamburgs Straßen hinaus.